But that's the fox say. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. What does the fox say? Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Geht direkt weiter. Also, jetzt am nächsten Tag. Alter, ich dreh durch. Vor allem, ich hab's extra noch auf Rot gemacht, so von wegen. Nein, ich hab das Falsche auf Rot gemacht. Deshalb ist die explodiert. Sind Leute gegen die Scheibe geflogen? Wieso will keiner in mein Flugzeug? Ey, wisst ihr, was du für Was? 28.000 nur noch? 29.000. Gott, hab ich noch sehr. Oh, ich werde gleich sterben, pleite sein. Vor allem, die Scheiße ist, du kriegst die Steine nicht weg. Ich weiß vor allem nicht, wie ich die Steine wegkriege. Ja, dann baue ich da oben an die Blumen ran, da irgendwie. Also da an den anderen Weg zu. Oh, genau das darf halt nicht passieren. Aber es stand gerade schon, deine Hüpfburg wird alt, irgendwie bauen eine neue. Alter, das ist so anstrengend, das Spiel. Das könnt ihr gar nicht vorstellen, ey. Ja, ich spiel doch ein bisschen. Ey, wisst ihr, was extrem cool ist? Meine Ausgaben in diesem Park waren erst 3,52 Euro. Aber ich habe noch 31,92 mit. Dein Eis ist leer. Dein Eis ist leer. Oh, wir sind die Nächsten! Wir sind die Nächsten! Ich muss da mitfahren. Hoppala. Der fährt gerade noch. Der kommt gleich an. Oder? Nein, da wartet schon einer. Aber sieht nicht so gut aus, Steve. Die Kurve, die du da angezeigt hast. Ja, was dieses, ist das dieses genau? Explodieren, das hat mich letztes Mal schon das Ding gekostet. Aber ich verstehe nicht, warum das einfach so explodiert. Ah, wir stehen noch an. War wohl ein Loch in der Hüpfburg. Nee, das wird halt, ich meine, ich spiele noch echt noch nicht lange. Und ist, nein, ist, er sagte, er hatte gerade die Fehlermeldung irgendwie, ja, deine Hüpfburg wird alt, du solltest die austauschen. Das ist das Ding. Okay, Party. Und 10 Sekunden später explodiert sie, oder ja, was? Ja, genau. Und ich habe extra noch auf Rot gemacht, weil ich gedacht habe, ne, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich die Steine, vielleicht kriegt man die Steine irgendwie weg, aber ich weiß nicht wie. Und ich kann auch nichts Neues drüber bauen. Ich kann jetzt nicht sagen, hier, ich möchte irgendwie das. Daniel, du hast dich neben mich gesetzt. Oh, warte, warte, da muss ich auch mal zeigen. Vielleicht, aber für Steve, vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie man die Steine wegmachen kann. Kann man, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, die Strafe dafür, dass das Ding explodiert ist. Guckt es euch einfach an. Sieht man da, das, was steht da? Lies mal vor. Will jetzt ich? Ja. Daniel sieht gar nicht so fröhlich aus. Da ist Taddy, wo meine Maus zeigt. Da ist Krömer, da bin ich und das, da ist Daniel. Wow, 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 wow. Guck mal, Krömer. Krömer schreit in der zweiten Reihe ein bisschen. Irgendwie sehe ich echt nicht so glücklich aus. Doch, du hast auch jetzt gehört. Aber es könnte sein, dass das Gestell, was mich da festhält, dass das was wegklemmt, weil sie nicht, weil mein Körper ist ja an sich nicht so groß. Guck mal, Krömer. Guck ihn dir einfach an. Oder ich schreie auch gerade. Taddy ist schlecht. Warte mal. Da, Taddy. Kannst du bitte einmal in Glade mal in die Kamera einmal zeigen, wie du schreist einmal? Jetzt? Ich glaube, aber ich will jetzt erstmal unsere Emotionen mal anfangen noch. Aber mach nichts. Und? Wie fand's da? Daniel läuft weg. Nee, Daniel wartet auf die Gruppe. Und schon bankrott? Steve? Hör auf mich zu dissen. Ich diss dich nicht, ich frag dich bloß. Das ist voll fies von dir. Jetzt baust du so Holz. Ist das ja, die könnte ich da hinsetzen dann. Mann, das wird ein schöner Blumengarten. Jetzt, was soll ich denn machen, Alter? Oh, schön Steine angucken. Du bist so fiese. Naja, ich weiß nicht. Du fiese Peter. Hallo. Hallo. Freunde. Sobald ich andere Blumen habe, baue ich da andere Blumen hin. Was soll ich denn machen, Alter? Sind das Apfelbäume? Mann, scheißegal. Ich kann das, ich krieg das nicht weg. Ja, aber du hast es ja elegant mit Apfelbäumen zugebaut. Das kann man nicht anders sagen. So, die können sich da auch noch... Halt die Fresse, ja, Mann, ich bring dich um, ey. Also, weißt du, was das Wichtige ist? Ich glaube, so eine Dekosteine kann ich bei mir absichtlich hinstellen. Die sind ja gewollt. Das ging so schnell in die Luft. Ich habe auch noch nicht so richtig raus, wie das, was es mit diesen ganzen Einstellungen auf sich hat. Ich glaube, das hier ist, ja. Du hättest einfach sagen müssen, dass das Ding absichtlich explodiert ist. Ja. Hättest du echt machen müssen. Ich habe hier kurz so Dekosteine hingebaut, die Hüpfburg habe ich abgerissen, die lief nicht gut. Hättest du echt machen können. Aber wenigstens fahren gerade zwei Leute mit deinen komischen Flugzeugen. Ja, aber das soll sich ja richtig lohnen. Ich habe jetzt hier voll die lange Schlange konzipiert, aber irgendwie... Ja? Ja, aber komm mal hin. Die geht einfach über die Bande darüber. Ja! Ist die Arsch, ist das falsch gebaut oder ist das, was ist da? Boah, jetzt stürmen sie das Ding. Jetzt gehen die auch normal. Stellenweise normal und von der Seite. Ey, Minigolf läuft immer noch.
Du sagst doch auch andere Bäume. Sind die teurer als die Apfelbäume? Ja, schon wieder kein Eis mehr. Oh, was machen die mit dem Eis, Mann? Was machen die damit? Das ist, weil du Zucker reingemacht hast. Die sind süchtig alle, die sind süchtig. Guck, das andere ist auch schon wieder halb leer. Die Kinder gehen alle mit Diabetes nach Hause, weil du dein Eis so viel Zucker reingetan hast. Es ist mir scheißegal. Ja, aber wenn die tot sind, kommen die nicht wieder. Hast du eigentlich Busse endlich erforscht? Ja, ich glaube, der Bus ist eins größer. Das siehst du hier dran. Hier ist ein Punkt. Stimmt. Oben steht auch eine Eins. Ach, oder liegt das da? Nee, das ist nur, ich muss jetzt sparen. Ich erforsche gerade gar nichts. Oh, das ist ein bisschen groß. Warum gehen... Achso, das ist schon wieder dicht, der Kack hier. Ich bin mir noch nicht sicher. Irgendwie, die Community muss mir da unbedingt helfen. Ich weiß, dass sie da Erfahrung hat in der ganzen Sache. Ja? Warum disst du mich jetzt, Pape? Hab ich nicht. Doch, hast du. Ich schwöre. Pape, kannst du bitte einmal in diesen Kompass da mitfahren? Ich möchte mal sehen, was da passiert. Oder kann man da nicht mitfahren? Oh, ich hab den noch gar nicht. Oh, ich hab wieder ein bisschen mehr Geld gekriegt, oder? Ich habe jetzt 38.000 wieder. Ich baue jetzt erstmal ein kleines Tiergehege hin, Alter. Und was planst du da für Tiere drin? Schafe bestimmt, wie bei Minecraft. Strauße, Kamele. Hauptsächlich Kamele. Bumsen die Tiere da auch? Ja. Ja, echt? Ja. Sieht man das auch? Nee, da schlüpft einfach was aus dem Arsch. Ach, da schlüpft nur was aus dem Arsch. Das ist ja auch wie im echten Leben, ne? Noch mehr, noch mehr. Na, das muss ja erstmal reichen. Ich dachte, du redest mit mir und wolltest, dass ich noch mehr Klos baue. noch mehr Klos! Hast du jetzt drei von der einen Sorte und einen von der anderen? Das ist ein Baby. Ach so. Du hast die gerade hingesetzt, haben die jetzt Nein, schon gebaut? Nein, ich hab ein Baby hingepackt. Gebaut. Du hast ein Baby gebaut auch. Kurze Frage, so wegen der Interesse. Hast du jetzt männliche und weibliche oder? Oh, das kam wieder durch. Fährst du gerade mit so einem Kamel mit da? Ja. Heftig. No. Kannst du mir den Arsch nochmal zeigen gerade? Oder kannst du das nicht steuern, was gesehen wird? Nee. Was ist das denn? Das kannst du nicht steuern? Ich bin halt der Kopf. Achso. Ja, guck, was machst du denn mit der Scheiße? Ich bin der Kopf. Kameraführung. Ich bin gerade das Kamel. Das Kamel ist richtig dumm. Also, ich benenne ihn natürlich um. Und eine Tierpatenschaft muss mindestens 2 Euro kosten. Kaiko Kamel, Alter. Kaiko Kamel heißt jetzt Heiko Kamel. Also, wir haben einmal Heiko Kamel. Hast du jetzt nur männlich oder hast du auch weiblich? Da irgendwo ist auch ein weibliches. Karin, guck, Karin. Karin heißt. Wieso heißen die Kamele alle Kamel mit Nachnamen? Ja, warum nicht? Das heißt. Weiblichen Kamelnamen? Lotte. Lotte? Wer ist das? Karin? 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 Ist aber männlich. Karin Abdul-Jabbar. Das ist Uwe. Uwe? Okay, und das Baby? Ken? Wie heißt das Baby? Das Baby heißt, Deine Mutter. Deine Mutter Big Dick. Nee. Weil das ist klein. Alles, nee. Was klein ist in dem Park, hat Big Dick. Sucht nach einer Kratzgelegenheit. Big Dick. Es heißt Hannes. Darf ich mal kurz eine Statistik zeigen bei mir, ganz ja, kurz? Ja, ich schau rüber. Seht ihr die Farben oben? Hellblau wäre Leute, die glücklich in meinem Park sind. Orange sind so lala. Und die Lilanen sind richtig scheiße, unglücklich. Oder? Die heulen richtig ab. Und die da unten sind hungrig. Das kann ja nicht sein, ich hab ja alles. Das Eis ist leer. Ich hab grad schon wieder bestellt. Warum? Nein! Oh, das Eis schon wieder! Kann man nicht einfach mal mehr bestellen? Kannst du nicht noch Nein. mehr Orders hinterher haben? Doch, ich hab's gerade vergrößert, das ist mein Lager vergrößert. Ah, komm mal hin. Dann, ich fahr jetzt mal hier mit dem Ding. Weißt du, ach, mit dem Teller, Ding, warte mal, okay. Ach so, was ist das? Keine Nummer, Alter. Sowas finde ich total bescheuert. Ja, aber also jetzt im echten Leben. Ja, so ist auch scheiße, Spaß. Aber. Was liegt da? Guck mal, Hannes spielt mit dem Ball! Was liegt da? Wo? Ein Stofftier. Ach, das Hannes. Ich hab gedacht, das ist ein totes Tier. Oder Kot von den Tieren. Aber Hannes, warte, ein Kackhaufen? Warte, Kot ist hier auch irgendwo.
Die kacken ja auch. Hannes versucht, glaube ich, sich durch den Zaun zu glitschen. What the fuck? Hat er es geschafft? Nee, er ist wieder da. Nee, er hängt halb raus. Oh, Mann, ey. Er hat ja gedacht, er wäre entflohen, aber ist er doch. Aber oben, wir spielen mit dem Ball, guck mal. Oh, jetzt nicht mehr. Er setzt sich auch ein geiler Ball. Das ist so ein Ball, den würde Tati sich auch kaufen, weil er lila ist. Da bam! Ich bin echt in der Zwickmühle jetzt gerade. Ich war... Ja, Steven ist in der Zwickmühle und Hannes spielt mit dem Ball. Ja. Problem ist, ey, ich habe jetzt halt nur noch 36.000. Ich kriege langsam Geld dazu. Das Problem ist, die finden alle meinen Park scheiße. Ich müsste mal so ein bisschen ausbauen. Was? Willing to pay? Enter, was? To pay more? Was stand da? More? Sie sind willing to pay more, aber ich weiß nicht, wofür. Für den Park an sich vielleicht? Guck mal hier. Was ist Money in? Was heißt das jetzt? Money out. Ja, das... Ich habe mehr Ausgaben als Einnahmen und das kann nicht sein. Ich weiß auch nicht, ob ich euch jetzt einfach meine Preise wieder hochmachen kann. Aber Moment mal, ich kriege doch mehr Geld dazu. Schaut mal, ich habe doch... Gerade hatte ich noch 38. Und die Leute sind auch jetzt nicht mehr ganz so unzufrieden. Na ja. So, wir klicken schnell weiter. Oh, das... Nein! Das Eis ist fast leer. Was ist denn... Was machen die denn mit meinem Eis immer? Die haben hier ganz viel hingeschissen. Ist vielleicht Sommer bei dir? So wie der Paar besonders tief. Guck mal, da ist ein Kackhaufen hier. Warte, ja, okay, ich schalte kurz auf dich um den Kackhaufen zu zeigen. Guck doch mal, so Frechheit hier. Wunderschön, wunderschön. Weißt du, wer das geschissen hat? Kannst du das angucken? Nee. Ist das ein Schiss von Hannes? Oder ist das jetzt ein Schiss von... Das könnte jeder gewesen sein. Ach so, ja. Ja, kannst du nächstes Mal drauf achten, damit du weißt, wen du... Muss ich drauf achten. Du musst jetzt aber nochmal bei Steve gucken, dass er vielleicht seinen Park vielleicht mal ein bisschen in den Griff kriegt. Ey, ihr könnt mich mal. Echt, ihr seid so fiese. Fiese? Ja. Ich gebe hier alles. Ich schwör. Ich auch. Und bei mir läuft's, möchte ich mal kurz sagen. Ich glaube, du hast es auch leichter, weil du Tiere bauen kannst. Ich kann auch immer noch einen Swimmingpool bauen. Bin verzweifelt. Ich merke das. Ich habe es einfach zu lange jetzt gespielt, aber das ist halt echt pickepacke schwer, das Spiel, ne? Was ist das? Gebietsche Endcamp? Also ja. Das ist hier so Angeln. Endangeln. Kann ich das hier vielleicht noch hinquetschen irgendwo? Es schneit bei mir! Ist doch kein Sommer, das ich. Ja, ich glaube, dann geht der Eisverkauf bestimmt zurück jetzt. Was soll das denn heißen, Tali? Das ist das Einzige, was mir noch Geld bringt. Das darf nicht zurückgehen, Tali. Oh Gott, Entschuldigung. Tali, Mensch! Ruinier's Mail! Wenn sich jetzt keiner. Wo baue ich das eng, das Angelscheißding hin? Was mache ich? Kannst du dich da oben, da, noch ein höher? Und dann? Nein, da sollen die ja rumgehen nachher. Och Mann, das passt alles. Das ist einfach total beschissen konzipiert von mir. Nein! Mach dir nichts draus. Läuft die Zeit weiter, wenn du dir die Overall-Charts anguckst? Das Problem ist, ich müsste eigentlich hier noch so eine Querstraße reinmachen, aber das kann ich nicht, weil da überall Steine im Weg sind. Dann musst du Labyrinth. Und Straßen auch so teuer und die finden mich alle scheiße und ich bring dich gleich um, glaube ich. Lass es raus, okay? Ja, du hast allein drehen mit deinem Sandbox, ich kann mir alles kaufen. Deine Pommes sind leer. Deine Pommes sind leer. Deine Pommes sind leer. Nein! Das Eis ist auch leer. Deine Cola ist auch leer. Kau doch! Auch eins gleich! Alles! Du bist schon ziemlich crank. Du hast leicht reden. Ja, mit deinem Spielzeug-Ding-Spiel da. Früher musste man noch arbeiten für sein Geld. Muss ich auch. Du setzt dein Tier hin, das kackt in die Ecke und dann das ist alles. Und dafür zahlen die Leute Geld. Meinst du, Pandas reißen alles raus? Oh, ich hab schon wieder 62.000! Ich bin wieder da, liebe Community! Jetzt haben wir nicht die Zeit schon überzogen, müssen wir wieder cutten? Nein. Gut. Wo war ich stehen geblieben, Papa? Ich bin wieder da, liebe Community! 62.000! Ihr kriegt mich niemals lebend. Guck mal, siehst du die Warteschlange da? Der eine wurde gerade vom Blitz getroffen. Ja? Wirklich? Ja. Ach, Quatsch. Man kann gar nicht mit der Achterbahn mitfahren. Was kann man nicht? Da kommt's doch! Du hast gesagt, man kann dazukommen. Kann man auch. Nein! Was jetzt Mitarbeiterverhandlungen! Was muss man da machen? Ich muss den. Meine Mitarbeiter wollen mehr Geld haben, die wollen 30%. Sind gescheitert.
streiken die. Meine Mitarbeiter streiken. Die werden bescheuert, als hätte ich schon genug Probleme. Wo sind die Mitarbeiter? Komm, mach doch noch fertig. Mach doch noch fertig, ist nett. Danke. So, was mache ich jetzt? Also ich muss mal wieder ein bisschen Geld in Forschung stecken. Es hilft einfach nichts. Ja, aber was ist jetzt mit deinen Mitarbeitern? Streiken die jetzt einfach? Ja, die streiken. Es gibt gleich noch mehr Verhandlungen. So, ich muss jetzt erstmal. Ach so. Warte, ich muss jetzt erstmal was erforschen. Was wird mir jetzt am meisten bringen? Nein. Es geht weiter. Ich komme mir entgegen. Ich bin netter. 4% mehr. 4%! So viel Geld? Nein! Oh Mann, oh. Was ist jetzt das Wichtigste? Neue Shops? Neue Karussells? Attraktionen kosten mich eh nur Geld. Was mache ich jetzt? Upgrade, dann kann ich die besser machen. Ich will einen Puff machen. Was willst du bauen? Puff? Ja. Gibt es das? Rollercoaster Puff Tycoon? Kann das sein? Es gibt Rotlicht Tycoon. Es gibt Rotlicht Tycoon? Ja. Kennt gar nicht. Warum macht ihr darüber kein Let's Play? Kann man dann. Was kann man da so bauen? Ein Puff. Sex Shops? Nein! Mehr Verhandlungen. Du musst ihm mehr entgegengehen. Tati, jetzt hab ich ihn gleich! 10%! Komm! Ja, los. Mehr gibt's nicht! Fass ihn an! Nein! Die streiken gleich! Fass ihn an! Ach, du willst lieber einen Papstpark, Tati, oder was? Ich zeig beide Papst, das stimmt überhaupt, Papst! Ich zeige beide Papst, ehrlich! Beide Papst. Nein, nicht in die Luft fliegen! Nicht in die Luft fliegen! Ich hab's ausgemacht! Nicht in die Luft fliegen! Nein! Verhandlung! Hallo! Wir sind Freunde! Hallo! Meine Mitarbeiter! Die wollen 10% mehr haben, Mann, Alter! Bam! Nein, Bam. Ich hab mich schon ausgemacht. Das bedeutet. Ja, dann. Hoffe ich. Was denn jetzt? Ja, dann explodiert gleich! Warum macht der Kacke? Ach, der streikt? Wo ist denn der Kollege hier? Wo ist der? Der streikt! Nein, wo ist er? Was macht der? Warum läuft der da rum? Du hast doch eine Route, Alter! Die streiken! Die streiken wirklich! Schaut mal hier! Mit Schildern! Meine Mitarbeiter! Seht ihr das? Richtig gut. Warum machen sie das? Weil sie kein Geld kriegen von dir. Jetzt! Hallo, Freunde! Hallo! Hallo, Freunde! Muss man da nicht irgendwas machen? Ja! Klicken! Klicken! Freunde! Ja, wohin? Komm schon! Nein, ich streik weiter, ich werde geklaut hier! Alles jetzt hier. Die haben mich in der Hand. Aber die wollen halt so viel Kohle mehr, die wollen halt irgendwie 20% mehr. Die kriegen schon so viel. Schaut mal hier. Die kriegen. 100 Euro. Handyman 0%, ey. Ja, der soll auch nichts kriegen. Achso, der arbeitet nicht. Hallo! 50% fangen die an, ey, die spinnen doch. Okay, nach dieser Verhandlung zeige ich Papa, du musst es jetzt schaffen. Guck mal, die halten schon fast Händchen. Ja! 20% mehr, ich bin arm! Bist du wirklich arm? Ah, ich kann erstmal nicht weiter. Sag, wir schnell arbeiten jetzt wieder, Leute, kommt schon. Wo seid ihr? Oh, lol, leck. Wieso ist mein Eis leer? Wieso habt ihr mich nicht gewarnt? Dein Eis ist immer leer. Nein, mein Eis ist schon wieder leer. Dein Eis ist immer leer. Ich baue gerade übrigens eine neue Achterbahn, aber ich habe gerade zu wenig Geld. Dann zeig, wie weit bist du? Wie weit ich bin? Ja. Ja, hier, das ist das schwarze Ding hier. Warte, ich färb's kurz anders ein, damit man besser sieht, woran ich gerade am Arbeiten bin. Nee, weiß sieht man nicht so gut. Rot. Ah. Siehst du. An dem Roten bin ich gerade am Bauen. Der ist doch schick. Hast du dein Unternehmerziel schon erreicht? Ja, hab ich. Ich bin jetzt ein Tycoon. Das hast du gar nicht gesagt. Hä? Das zählt nicht, hast du nicht gesagt? Ja, tut mir leid. Siehst du, aber so schnell geht das gar nicht. Wir sind schon in der dritten Folge. Fast am Ende jetzt. Dritte oder ist die vierte Folge, oder? Das fragst du ernsthaft mich? Ja, ist schon die vierte Folge. Mit den Nerven völlig am Ende bin. Folge. Ja, bestell mal lieber ein bisschen Eis nach da. Hab ich schon. Lach nicht auch noch, du! Du Lutscher! Na, meine Achterbahn laufen einfach. Guck mal, wir wandern. Wir sind die lustigen Holzhacker. Ich bin 20. Ich glaube, ich bin letzter. Aber ich gebe mir solche Mühe. Ja, wenigstens hast du einen Park, der Eis verkauft. Warum? Der zahlt Eintritt und jetzt kommt er in repariert. Ein Karussell, das muss man reparieren. Sonst geht es kaputt und fliegt in die Luft. Ein Karussell muss man reparieren. Ach, ich bin verzweifelt. Oh, da ist was Neues. Achtung. Reparieren. Was ist das?
Ein Karussell muss man reparieren. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das ist der schönste Song aller Zeiten. Cheap Way to Sell, Momento. Das Song muss man reparieren. Hast du gerade in meinem Ohrläppchen geknallt? Ein Karussell muss man reparieren. Reparieren das Ding. Chica, Da bist du jetzt gerade im Stil, bist du gerade ein bisschen rausgefallen. Sag ich mal, du versuchst mich abzulenken. Das schaffst du nicht, mein Freund. Das noch was. Ich hab noch was entdeckt, Daniel. Clownshow! Ich hab eine Clownshow, ihr Wichser! Du Wichser, ihr nicht. Komm mal, komm mal. Und die Clownshow wird gebaut in der nächsten Folge. Tada!